Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ihr kennt bestimmt die Rotkäppchen-Torte und heute backe ich diese Torte, aber in eine Herzform für Mamatag. Und so ist es geworden. Eine richtig schöne große Torte, richtig hoch geworden. Und wenn ihr das aufschneidet, dann sieht das so aus. Schöne helle Teig, rein kommt der dunkle, viel Quarkfüllung und obendrauf Tortenguss. Richtig schön kann man ihn schneiden, ist sehr locker und fluffig. Und wenn ihr Interesse habt, wie backe ich diese Torte, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Mamatag. Wir fangen damit, dass wir Zimmertemperatur weiche Butter einfach kurz aufschlagen, dass er so wie eine gebundene Masse ist. So sieht er aus. Schön glatt. Jetzt zu dem abgemessenen Zucker geben wir einen Teelöffel Vanillinzucker, vermischen und rieseln wir dann rein. So, gut umgerührt und jetzt werden wir jede einzelne Ei ungefähr so halbe Minute aufschlagen. So, das haben wir. Jetzt werden wir Mehl und die Backpulver zusammen machen, unbedingt durchsieben. Und werden wir portionsweise das Mehl auf die mittlere Stufe unterrühren. So, jetzt brauchen wir unseren Teig aufteilen. Wir werden einfach die Hälfte in unsere Form reinlegen. Die Form habe ich mit Papier belegt und auch mit Fett angestreicht. Und jetzt gebe ich ungefähr die Hälfte raus. Streichen wir auf den Boden, so gleichmäßig verteilen. So. Und jetzt kann man in zwei Varianten machen. Oder jetzt macht man die Kirsche auf den hellen Teig und danach den dunklen. Oder obendrauf auf die dunkle. Ich mache dann auf die dunkle. Die Kirschen habe ich schon abtropfen lassen und mir ein paar Stück zum Servieren so an die Seite gestellt. Das sind die selbst angemachten Kirschen und die sind nicht so dunkel wie die gekaufte. Jetzt zu den restlichen Teig, helle Teig, kann man 2 Esslöffel Kakao plus 2 Esslöffel Milch dazu geben und unterrühren. Oder gibt einfach ein Schokonusscreme. In meinem Fall Nutella, 2 Esslöffel. Dann brauchen wir auch kein Milch. Die Reste müssen weg. Deswegen habe ich mich entschlossen zu den Schokocreme. Und jetzt verteilen wir unseren dunklen Teig oben auf den hellen. Auch glatt streichen und obendrauf jetzt Kirschen verteilen. Liebe Freunde, wenn ihr backt mit den Ober- und Unterhitze, dann würde ich euch raten, schon den Backofen anmachen zum Vorheizen auf 180 Grad. Wenn ihr backt mit den Umluft, dann müssen wir nicht vorheizen. Wir stellen unsere Kuchen gleich in die kalte Backofen. Und bei 160 Grad werden wir es 30 Minuten backen. So, und jetzt geht unser Kuchen bei 160 Grad gleich in kalte Backofen für 30 Minuten backen. So, mein Kuchen
habe ich 45 Minuten gebacken. Nach 30 Minuten habe ich probiert mit dem Stäbchen und das Stäbchen war noch feucht. Deswegen, liebe Freunde, immer bitte schaut nach Art eures Ofens. Die Backofen sind alle unterschiedlich. Der Stäbchentest ist immer erforderlich. So, jetzt lasse ich ihn so ein, zwei Minuten erstmal in die Form und dann schiebe mir den Papier auf den Gitter zum richtig Abkühlen. So, unser Kuchen ist jetzt richtig gut abgekühlt und ich habe ihn schon auf so eine Tortenplatte draufgelegt und wir müssen wieder den Ring drauf machen, schön vorsichtig. Und ich möchte gerne auch so ein Stückchen Tortenfolie drauflegen. Das ist so eine spezielle Tortenfolie. Und ich finde es wirklich, die Torten bleiben dann immer so schön sauber. Probiere ich jetzt mit dem Herzchen. Mit Herz habe ich noch nicht probiert, aber es sieht gut aus. Kann man richtig schön reinstellen. Und jetzt mache ich die Form zu. Und dann, wenn wir Füllung reinmachen, dann klebt nicht an unserer Form, kann man besser die abmachen. So, stellen wir jetzt an die Seite und werden wir erstmal unseren Belag zubereiten. Dafür nehme ich ein Päckchen Gelatine und gebe so 5 Esslöffel kaltem Wasser. Umrühren und lassen wir an die Seite erstmal aufquellen. So, lassen wir es an die Seite stehen und werden wir erstmal die Sahne festschlagen. Die Sahne soll unbedingt aus dem Kühlschrank sein, dann wird es besser aufgeschlagen. Nehme ich dafür 2 Becher. Schlagen wir fest auf und wenn das passiert, dass auf einmal will die Schlagsahne nicht fest werden und das passiert manchmal, dann kann man 1-2 Päckchen Sahne fest reinmachen. Aber muss man es nicht immer. So, ich glaube, das wird schon ausreichen. Hat das gut geklappt. Und jetzt nehme ich in meine diese Dekospritze ein bisschen von der Sahne weg. Für später zum Dekorieren. Und lege jetzt mal die Spritze in den Kühlschrank, dass die Sahne kalt bleibt. Stellen wir Sahne kurz an die Seite. Hier habe ich 500 Gramm Quark Magerstufen. Jetzt werden wir unseren Quark mit dem Zucker und so einen Teelöffel Vanillinzucker verrühren. So, unsere Gelatine ist richtig gut aufgequollen. Jetzt müssen wir ihn schmelzen lassen. Dafür nehme ich einfach eine Schale, gebe da kochend heißes Wasser aus dem Wasserkocher und stelle meine Schale mit Gelatine da rein und rühre das um. Kann man natürlich auf dem Herd auch schmelzen lassen, musste nur aufpassen, dass es nicht aufkocht. So, unsere Gelatine ist schon gut geschmolzen. Nehmen wir jetzt unser Quark und geben wir da Sahne rein. Und werden wir erstmal die Sahne unterheben. Holen wir unsere Gelatine raus. Ich habe dann einfach auf die Kerze gestellt. Dann geht es schneller. Werden wir zu den Gelatine so 1-2 Esslöffel reinmachen. Gut verrühren. Wenn es schlecht wird abgelöst, stellt ihr nochmal in heißes Wasser, weil die Sahne muss wirklich gut aufgelöst sein. Und dann geben wir jetzt alles unter diese Masse. Und dann restliche. Einfach ein bisschen schneller arbeiten. Müssen wir nicht den Schneebesen nochmal nehmen. Geht alles mit dem Löffel und das schon geliert. Und jetzt geht das alles auf unseren Kuchen. Es geliert sich wirklich sehr schnell. Und jetzt alles schön glatt streichen. Ich stelle jetzt noch kurz meine Torte in den
Kühlschrank und in dieser Zeit bereiten wir noch Tortenguss für oben drauf. So, jetzt bereiten wir Tortenguss. Ich nehme dafür 2 Päckchen und für diese 2 Päckchen nur 400 ml Kirschsaft. Ich habe jetzt Kirschsaft, was ich habe getröppelt von den Kirschen, und dazu habe ich noch gegeben richtige Kirschsaft aus der Verpackung. In meinem Fall war das dieses. Ich habe jetzt die Flüssigkeit von dem Saft probiert und es ist wirklich sehr süß. Deswegen werde ich keinen Zucker dazu geben. Probiert ihr, wie es das bei euch schmeckt, und wenn was, dann macht ihr einfach 2-3 Esslöffel Zucker noch dazu. So, machen wir den Herd an und bereiten, wie es ist, nach Verpackungsanleitung. Nur sozusagen mit weniger Flüssigkeit. Gebe jetzt mal einen Teil in die Töpfchen und mit den restlichen werde ich anrühren den Pulver. Gut umrühren. So, der Saft fast kocht, kann man schon auch angemischte Tortenguss anrühren und aufkochen lassen. So, er kocht schon auf. Können Sie schon von dem Herd runternehmen. Bis das Tortenguss noch richtig heiß, gebe ich auch noch auf den Kirschen so eine kleine Klecks, weil meine Kirschen sind wirklich so hell, dass wir ich mal ein bisschen so wie dekorieren. Das reicht. So, und das Rest geht jetzt auf unseren Kuchen. Schön verteilt. So, jetzt erstmal kühlt er hier ein bisschen ab und dann stelle ich in die Kühlschrank für mindestens so 2 Stunden stehen. Am besten ist das auch über Nacht. So, meine Torte ist ganze Nacht im Kühlschrank gestanden und jetzt kann ich ihn fertig dekorieren. Erstmal nehmen wir die Form ab und dann auch versuchen wir ganz vorsichtig diese Folie abmachen. Klappt wunderbar, muss man nur schön langsam ziehen. Denn das jetzt kann man mit dem Messer auch nachhelfen, obwohl es geht wirklich sehr gut ab. Wunderbar sieht aus, wirklich sehr schöne Schichten. Und jetzt werden wir noch dekorieren. Wir haben an die Seite uns ein bisschen Sahne hingestellt und da werde ich ein paar Tüpfchen machen. Es ist auf dem Herz Form nicht so ganz einfach das zu machen, weil ich wollte eigentlich auf 12 Stückchen teilen und ich habe mir 12 Kirschen vorbereitet. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich es mache. Mache ich hier erstmal und hier unten. Okay, habe ich nur 10 jetzt rausbekommen. Ist auch nicht so wild. Und dann setze ich die Kirsche drauf. So, mehr werde ich auch nichts machen. Es sieht, ich finde, auch so gut aus. Schaut, ein wunderbares Herzchen. Und jetzt schneiden wir auch natürlich ein Stückchen ab. Naja, wie schneiden wir denn? Schneide einfach ein Stückchen raus. Und so sieht er aus. So, liebe Freunde, schaut, schön in den weißen Teig die dunkle reingekommen, die Creme und die rote Teil. Echt sehr gut gelungen, sieht toll aus und ich freue mich auf meine Familie. So, liebe Freunde, wenn euch diese Variante gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nachbackt und mir Kommentar hinterlässt und schreibt, wie es das euch geschmeckt hat. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Mama-Tag mit eurer Familie, mit euren Kindern und mit viel, viel Liebe. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, liebe Mamis, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!